Herzlich willkommen beim Stempelpalast. Heute begrüße ich euch zu einem bunten Techniksonntag. Denn das Video, was ich heute drehe, ist auf der einen Seite für die Zuschauer vom Stempelpalast endlich mal wieder ein Techniksonntag. Wir haben heute Technik-Blockhop, an dem ich teilnehme. Und ich habe an einem Technikbuch teilgenommen und für die Teilnehmer des Technikbuchs habe ich jetzt meine Technik auch nochmal visualisiert und auch die Technikbuchteilnehmer, die sich mein Video anschauen, begrüße ich hier sehr herzlich. Bei mir soll es heute um die Graffiti-Technik gehen. Mein Projekt seht ihr hier schon vor mir liegen. Graffiti-Technik, wie man das auch schon kennt. Einfach, als wäre eine Wand besprüht. So sieht es auf meiner Karte aus und ich zeige euch jetzt, wie ich das erstellt habe. Dazu nehme ich Cardstock in Flüsterweiß, zugeschnitten auf die Maße, mit denen ich gerne weiterarbeiten möchte. Diesmal ist es klassisches C6 Standardformat und ich habe einen Prägefolder, der sieht schon so ein bisschen fertig aus, weil ich gerade mitten dabei bin, das Technikbuch zu gestalten. Und da wir 42 Teilnehmerinnen sind im Technikbuch, sieht es dann auch irgendwann dementsprechend aus. Aber ich zeige euch jetzt schnell, wie ich es gemacht habe. Entschuldigung. Der Folder hat eine Vorder- und eine Rückseite, zu erkennen daran an den Logos. Die Seite ist geplant für vorne. Natürlich dürft ihr auch die andere Seite benutzen. Ich zeige euch schon mal ein fertiges davon, damit ihr das sehen könnt. Das hier ist also geplanterweise vorne. Das habe ich farblich gemacht. Das machen wir gleich nochmal zusammen. Wenn man das jetzt umdreht, könnte das auch ganz schön sein für das ein oder andere Projekt, wo man es vielleicht gerade brauchen kann. Also man muss sich immer selber entscheiden, eigentlich welche Seite man nehmen möchte. Aber standardmäßig ist die mit den Logos vorne. Auch in diesem Fall. Dann nehmen wir eine von unseren Schwammwalzen. Die ist natürlich auch schon voll mit Farbe. Ich habe mit Savanne gearbeitet. Und ich nudel einfach ein bisschen mit der Schwammwalze auf dem Stempelkissen herum und färbe dann einfach nur so ganz leicht mit dieser Schwammwalze eigentlich auch nur die Mitte von dem Prägefolder ein. Braucht auch nur einen leichten Effekt zu haben. Dann kann man noch so ein bisschen darüber tupfen. Das hat auch immer noch einen schönen Nebeneffekt. Dann legen wir das wieder weg. Und wir nehmen unsere Karte wieder. Und dann die schöne Seite ist oben. Wir legen sie hier hin. Ich habe immer ein bisschen darauf geachtet, dass es eben auch gerade ist und dass ich immer dieselben Nähte habe, sodass alle Karten ungefähr gleich aussehen. Dann kann man das Ganze einmal zumachen. Und dann nehme ich die Big Shot. Der Prägefolder muss immer mit der geschlossenen Seite zuerst durch die Walzen, damit es nicht kaputt geht. Stapel hier mein Sandwich zusammen, kurbel das einmal durch. Oh, das wird noch nichts. War noch nicht gerade. So. Kurbel das hier einmal durch. Stell die schnell wieder weg. Und kann jetzt, voilà, die Karte hier rausnehmen. Und jetzt könnt ihr hier sehen, es gibt hier so Stellen, die ich getupft habe, die jetzt auch noch so ein bisschen tupfig aussehen. So, dann nehme ich als erstes den größten Stempel, den ich finden kann. In meinem Fall unser Happy Birthday Stempel in Bermuda Blau.
und setze ihn einfach mittig drauf. Nicht zu doll drücken, denn der Effekt der Graffiti-Technik ist ja, dass man in den Rillen keine Schrift sieht, sondern quasi wirklich wie obendrauf. So, dann haben wir noch ein paar bunte Ballons. Dazu nehme ich Wassermelone. Ich hoffe, ihr seht das alles noch. In diesem Fall hier oben. Ein bisschen bunte Wassermelone. Dann habe ich noch einen in Osterglocke. Den setzen wir daneben. Immer schön gucken, dass so ein bisschen die Rillen betroffen sind, dass man das auch gut sehen kann. Hier habe ich mich gerade ein ganz bisschen verstempelt, weil ich ein bisschen viel aufgedrückt habe. Das ist aber nicht schlimm, weil der Ballon kriegt ja jetzt noch die Punkte hier rein. Jetzt muss ich mal eben mit meinem Kopf näher kommen. Ich hoffe, dass ich euch da gerade nicht so störe. Aber ich muss ein bisschen hingucken, sonst wird es nicht gerade, ne? So, und schon ist mein Fleck wieder weg. Dann haben wir noch hier, da habe ich auch Savanne benutzt, die Schnüre für die Luftballons. Bei den Schnüren habe ich festgestellt, dass man die wirklich nur ganz leicht aufdrücken darf. Ansonsten fressen die sich sehr schnell in diese Rillen hinein. Ja, hier zum Beispiel, da ist sie schon in der Rille drin. Das war schon wieder ein bisschen zu viel Druck. Da geht es wieder ganz gut. Und dann habe ich noch ein paar kleine Punkte. Ich weiß gar nicht. Ach so, die sind aus dem Set Timeless Texture. Und mit diesen Punkten verziehe ich einfach noch ein bisschen die Ecken. Ganz bunt irgendwie, wie es gerade so passt. Ich drehe auch nebenbei den Stempel so ein bisschen, dass das nicht immer gleich aussieht. So. Ja. So. Dann klebe ich das Ganze hinterher noch auf eine Karte. In diesem Fall, weil es für das Technikbuch ist, nur auf eine Kartenbasis einfach. Normalerweise käme das auf eine richtige Karte und wenn ich das nicht für ein Technikbuch machen würde, hätte ich auch die Luftballons nicht aufgestempelt, sondern mit Dimensionals aufgeklebt oder vielleicht noch ein Blümchen mit Dimensionals aufgeklebt. Dadurch, dass das jetzt im Technikbuch landet und es wirklich nur um die Technik geht, bleibt es so, wie es ist. Und ich mache natürlich eine Technik mehr für unser persönliches Technikbuch vom Stempelpalast. Ich hoffe, es war anschaulich erklärt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachgestalten und einen tollen Sonntag noch. Alles Liebe und tschüss! Thank you.